So, was machen wir jetzt mit dem Babsack? Mit unserem Katzenentführer? Ach so, nee, warte mal, wir haben ja die Knarre. Wenn wir ihn ermorden, kommen wir in den Knast. Racker. Ja, dann nehmen wir die Waffe. Hey, gut für Frank and Egg. Ja, aber die Tür aufschießen geht, ja. Hä, was mache ich denn jetzt mit dem? Wo ist meine Katze? Hey, gut für Frank and Egg. Oh, no, gut, Jai Polizei. Wo ist Marius? Im Restaurant von dem Kerl? Also hat er doch aus Marius ein Chicken gemacht und ist gestorben. Nein, Marius geht's gut. Er ist der König der Katzen. Du gehst jetzt mit mir und suchst dich, mein Katz. Er will Spiegeleier haben. Ja, das war die Drohung, ne? Drohung. Der Sicherheitstyp. Guck gar nicht. Ja, ich habe keine Muni mehr, nee. Wenn der wüsste, dass du keine Muni mehr hast. Wenn jetzt nochmal die Kete kommt im Leonardo, dann ist aber was los. Jetzt laufen wir nochmal an allen Personen vorbei, die wir kennen. Ach, das soll Monkey Island sein. Ich dachte, Robinson Crusoe soll das sein. Marius! Ich dachte, du wärst tot! Stammtisch! Was machst du mit meiner Katze? Knoppers für alle! Hey! Können wir was machen? Ach, Lolschak! Marius, amour éternel. Lauf und geh zu deiner Liebe, Marius. Du bist der König der Katzen. Marius, verlass mich nicht. Der Tod wird uns holen. Der Tod? Ja, Marius, was? Die wollen ihn töten? Aber Marius, ich habe ihn gerettet. Was? Ich glaube, ich übersetze es falsch. Diese Leute wollten ihn töten. Mittags 14 Uhr in Deutschland. Willst du Geld haben zum Einkaufen der Katze? Was?
Ich liebe Marius, ich verkaufe ihn doch nicht. Nicht für Geld. Die wollen ihn mir abkaufen. Ich habe eine Idee. Der nächste Morgen. Genau, wir haben nur noch zwei andere Katzen. Also, Marius, hier hast du was zu essen. Jetzt haben wir auf einmal ein Handy. Ich brauche Essen für meine Katze. Bitte bringen Sie mir das Essen. Auf einmal können wir bestellen. Den Atomkoffer habe ich auch noch, ja. Also Marius soll sich jetzt für ein Essen entscheiden und dann derjenige kriegt die Katze oder was? Sie haben den Erfolg freigeschaltet. Endgame. Beendet das Spiel. Grandma Badass. Interessanter Katzenkult. Und wer zum Geier hat deine Wohnung geputzt, während du weg warst? Nicht alle Aufgaben abgeschlossen. Endgame. Our love, if it was ever love at all. Krieg ich wieder einen Strike? Komisches Ende. Marius, die Gottheit, wird von der Sekte angebetet und die bringen ihm Futter als Opfer. Also, das habe ich nicht verstanden. Die drei Knaller versorgen durchs Anbeten Marius mit Futter. Also hat er jetzt für immer Essen? So ein bisschen Country, ne? Schon geil. Ich verstehe das Ende auch nicht, Matze. Schnee! Believe in me. Thank you, honey, for closing the door. Oh, cause you set me free. So okay. And I'm happier than ever before. Also, das Lied gefällt mir. Yeah, this new life's not too bad on me. No more do I dream of you. You're fine wherever you may be, and that you always stay there too. Thank you, honey, for leaving me. Oh Gott, den gab's wirklich! Thank you, honey. Im Oktober 2022, am 4. Oktober 2022 gestorben. Oh! Irgendwo in Russland. Oh, 18 Jahre stolzes Alter. Wo ist der Nuklearkoffer? Ich habe keinen Nuklearkoffer. Aha. Wo ist der Nuklearkoffer? Der Nuklearkoffer ist im Flugzeug nach Russland zu dir gekommen. Der Nuklearkoffer. Wo ist der? Das Flugzeug ist abgestürzt und der Nuklearkoffer ist ins Meer gefallen. Wo ist der Nuklearkoffer? Ist er im Meer?
Nein! Der Nuklearkoffer ist nicht im Meer. Der Nuklearkoffer ist bei der Oma. Und die drei Katzen? Wo sind die drei Katzen? Die drei Katzen sind auch bei der Oma. Und der Karl-Heinz auch. Und er liebt die Katze. Sie beten ihn an. Nein, keine Katze, kein Fell. Die machen daraus Katzenmützen. Die machen daraus Mützen aus dem Fell der Katzen? Keine Mütze, kein Geld. Ich wusste gar nicht, dass die Chefin Russisch kann. Du wirst diese Katzen suchen und den Nuklearkoffer zu mir zurückbringen. Ohne Koffer und ohne Katzen wirst du sterben. Sie haben den Erfolg freigeschaltet. Like a Marvel. Entdecke die Szene nach dem Vorspann am Ende und schalte den Abspann im Hauptmenü des Spiels frei. Okay, lass uns mal ganz kurz mal kurz, ich bin gleich wieder da. Konzentriert euch mal und erklärt mir mal am Ende, was, was das war gerade, ey. Es gibt mehrere Enden. Nee, also ich glaube, wenn du den Abspann überspringst, was man normalerweise macht, dann hast du nicht die Möglichkeit, den Abspann zu spielen. Kann es sein, dass wir jetzt den Abspann noch spielen können? Mützen aus Katzenfell hat man doch schon am Anfang durch einen Poster erfahren. Echt? Soll ich jetzt täglich zweimal in den Kalender schauen, ob sich was ändert oder was? Wie geil, es gab es zum Passwort oder einen Benutzernamen von der Schule. Jetzt kann ich den Schulkalender öffnen, in absolut nichts drinsteht. Ich glaube nicht, dass es da mehrere Teile gibt. Und dasselbe war die Popodröte. Ich konnte die Popodröte gar nicht genießen hier. Das Spiel ging jetzt schon richtig lang, ne? So viele Achievements habe ich gar nicht, Raka. So viele habe ich gar nicht. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Guck mal hier, die Credits habe ich freigeschaltet, ne? Heißt es, dass ich die jetzt auch spielen kann? Hast du den Atomkoffer für irgendwas gebraucht? Nee. Aber jetzt kommt wieder der Abspann, oder was? Spiel einfach nur die Credits ab. Juhu. Lindus Man, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Also passt auf, es war so gewesen. Um das jetzt mal nochmal in Kurzfassung zu erzählen. Die Katze ist entführt worden. Wir sind der Katze hinterher, haben sie versucht zu retten, während wir auch gleichzeitig entführt worden sind und mit der Katze. Wir haben es aus diesem Flugzeug rausgeschafft, ein Flugzeug nach Russland, und die Russen sollten aus dem Fell Dings machen, Mützen. Als wir aber dann das war ja ein Traum, ne? Mit den Zombies, das war ja ein Traum. Okay. Dann sind wir von der Insel weggekommen, waren jetzt zu Hause, wo die irgendwelche Leute die Katze angebetet haben, warum auch immer. Und jetzt kommt wieder dieser Typi, der Chef von dieser Katzenfirma, der aus dem Fell Mützen macht. Das sind wirklich nur die Credits gerade gewesen. Also es könnte sein, dass es einen zweiten Teil gibt,
in dem der Typi wieder zu uns kommt, um den Nuklearkoffer zu holen. Hätte ich den Nuklearkoffer nicht mitgenommen, gäbe es ein anderes Ende wahrscheinlich, wirklich. Stammtisch. Hello, did you understand a single word? Yes, I do, Lil. Hello and welcome. Hi. Apple für alle. Apple Papa, mega. Geh mal auf Achievements unten links, bin neugierig. Ich habe gerade A Crazy Point in the Game gelesen. Ich habe gar keine Erfolge. Wieso habe ich keine? Rare? Es gibt zwei Rare? Prolog? Wieso habe ich keine Achievements? Ich habe laut Spiel keine Achievements. Das stimmt aber nicht. Jetzt bin ich verwirrt, ja. Wieso steht das nicht da? Also wenn ich jetzt das Spiel verlasse, kann ich euch auf Steam zeigen, dass ich wirklich nur ein paar Achievements bekommen habe. Und da gibt es noch einige mehr. Es gibt alleine, seht ihr ja, 3 Achievements im Prolog. In Chapter 1 gibt es 1, 2, 3, 4. In Chapter 2 gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In Chapter 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. In Chapter 4 einen. In Chapter 5, nee, stimmt nicht. In Chapter 4 gibt es 2. Und in Chapter 5 gibt es 2 plus 2 Rare. Spiel gönnt dir keine. Bug. Ja, ist ein Bug. Nee. Komisch, gell? Es hat alles auf Französisch, deswegen weiß ich es nicht. Aber wir haben einige Errungenschaften nicht bekommen. DJ Grandma im Prolog. Da konnten wir bestimmt scratchen. Eine Pfeife beim Detective rauchen, oder was? Es ist halt alles auf Französisch, deswegen weiß ich es nicht. Aber 11 Stunden haben wir gebraucht. 12 von 26 Errungenschaften. Nicht mal die Hälfte haben wir geschafft, Leute.